Ich? Hallo. Gönn mir jetzt was. Hier, neue Folge von so einem Spiel. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Ich bin auch grundsätzlich sehr unvorbereitet. Aber ja, das machen wir jetzt. Nee, Spaß. Ja, das Ding ist, ich brauche jetzt nochmal Leder. Ich weiß gar nicht, ja, was macht man? Ach so, ich wollte mal schauen, wie es meinem Dorfbewohner geht. Und ob der überhaupt noch lebt. Oder ob er schon in den Freitod gesprungen ist. Wir machen gucken. Ah, er lebt noch. Unser Sexy lebt noch. Moin! Es geht. Aha. Ach so. Komm mal her. Ich repariere das hier, indem ich das hier mache. So, wieder 12 Erfahrungsflaschen. Das ist so gut, ohne Scheiß. So, nochmal. Ich habe ein paar Level to go. Ich könnte auch einfach mal aus Spaß, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe, hier ein bisschen Lederwarzen ernten und verkaufen. So, komm mal ran hier auf den Meter, Peter. Hier. Cool, ich krieg ganze 2 Smaragde von ihm. Er ist ein richtiger Ehrenmann. Scheiß Geizhals. Dieser Penner. Achso, er hört mir zu. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich weiß nicht, was macht man in die Folge? Nashi besuchen darf ich ja nicht. Also ich weiß nicht, ob du es sehen willst, das ist irgendwie krank. Du hast gesagt, sehen haben möchtest. Du sagst, ich darf nicht. Von mir aus kannst du kommen, also mir ist es Latte. Ich würde es halt aber gerne halt erst am Ende zeigen, das wäre ganz nice. Also du bist jederzeit wieder kommen. Wie lange brauchst du denn noch in etwa? So grob. Ich muss hier die Scheiße machen. Einfach so für Planung. Für Planung und diese Bums? Ja. Warte. Ich schätze mal länger als diese Folge. Ja. Ja, das ist natürlich schade. Lass die Falltür dazu. Lisa. Ich muss gleich mal kurz meine Kopfhörer absetzen, weil ich glaube, bei uns stürmt es jetzt auch. Sekunde. Nee, hab bloß gefurzt. Ein laues Lüftchen. Wenn du magst, kannst du gerne kommen, aber ich hab noch nicht fertig, ne? Nee, dann warte ich. Alles gut. So, ich mache hier halt in der Zeit ein bisschen Feldarbeit. Ich glaube, wirklich produktiv bauen werde ich heute nicht mehr. Oder? Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Wenn mir spontan was einfällt. Aber Feldarbeit zwischendurch muss ja auch mal sein. Du Misa. Ich hasse diesen Wald, du reißt seinen Arsch. So,
Also wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, ich baue kein zweites Feld. Das reicht vollkommen. Was mache ich dann hier? Ich weiß es nicht. Also Weizen vielleicht einfach mal so hier in die Vorratskammer. Ist übrigens Englisch für Vorratskammer. Wissen ja die wenigsten. Aber ich kann sehr gut Englisch. Talken. Ich talke viel Englisch in meiner Freizeit. Das ist der krasse Shit. Ich weiß, was gleich passiert. So. Dann mal Farbstoff gleich jetzt mal kurz hier. Achso, stimmt, ich wollte auch noch Blumen aufstellen. Also das Gebäude selbst steht, jetzt wäre nur noch Dekoration. Okay. Das Innerliche. Okay, jetzt bin ich aber doch neugierig. Das ist ja so ein Bauabschnitt, ne? Der ist jetzt vollständig und dann könnte man ja das zeigen und dann, wie es eingerichtet ist. Ne? Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde auch auf entspannt zu dir laufen. Nein, um ehrlich zu sein, ich weiß gerade einfach nicht wirklich, was ich gerade bauen alles soll. Gut. Und würde. Ich bin gerade beim innerlichen Teil. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg zum Nashi. Vielleicht können wir auf dem Weg im Nether das eine oder andere Viech klatschen. Zur Not können wir auch dann zurückfliegen, aber jetzt. Na, jetzt machen wir erstmal. Das Gemütlichen. Genau. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, wie ich da Bauernhaus weiterbaue. Irgendwie fehlt gerade so ein bisschen die Inspiration, muss ich zugeben. Aber es kann ja mal passieren. So, hier ist der Fisch, da ist das Steak. So. Was soll man da haben? Gut, dann lauf ich da mal. Oh, frei. Und wenn ich schon in der Gegend bin, ich nehme mal von zu Hause ein paar Pfeile mit. Das geht mir langsam auf den Sack, dass ich einen eigentlich wirklich guten Bogen habe, aber den nie nutzen kann. Weil ich keine Pfeile habe. Und mir fehlt, glaube ich, auch immer noch das Scharfschützen-Duell. Gegen? Na, hier das. Die Errungenschaft, wenn du hier Skelett, ich glaube, aus 50 Metern wegklatschst. Dann hast du Scharfschützen-Duell bestanden. Hallo Gast, lass mich in Ruhe. Sicherheitshalber die Raketen in die Hand. Ich glaube, die könnten wir bald brauchen, wenn wir hier runtergeballert werden. Nashi?
Frisst du schon wieder Chips? Was soll das? Warum tust du das? Ich esse überhaupt keine Chips. Isst du Kekse? Nein. Was isst du da? Ummantelte Erdnüsse. Hast du das jetzt so gesagt zwecks Produktplatzierung oder wolltest du einfach nur nicht Nicknack sagen? Das sind halt... Das sind aber auch keine Nicknacks. Boah, aber Nicknacks wären eigentlich mal wieder geil. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal in der Schule. Und das ist jetzt wirklich schon ein paar Tage her. Sichtweite wieder runterstellen, bevor ich mich in die Schlacht begebe. 3 Chunks reichen. Vollkommen ausreichend. So, wenn ich jetzt schon zu Hause bin, brauche ich sonst noch irgendwas? Ach ja, Leder. AFK-Zeit ist schon was Schönes, ne? Hallo? Hallo? Sorry! Hallo? ich bin raus. Mhm. Erstmal, weil mein Spiel ist fertig. Was auch? Ja, dann schau, dass du Land gewinnst. Wie es ist. Okay. Alles klar. Ciao. Ciao. Verlässt uns einfach mittendrin, also. Ja, wirklich. Absolut unverschämter Kerl. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt weiter mit dem Spiel will. Ich denke aber eher nicht. So, das Leder habe ich. Pfeile sind, glaube ich, noch in der Haupthalle. Mein Inventar ist voll. Ja, du, das ist natürlich jetzt nicht so gut, gell? 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 Ja, das ist, das ist schwierig, gell? Das ist nicht gut. Also ich bin so in einer Minute bei dir. Ich bin ganz aufgeregt. Weil ich weiß, wenn du baust, dann erwartet mich hier gleich Großes. Alter. Junge! Hey, voll geil. Hey, das ist brutal. Rein. Hallo. Ja. Ein Big Tasty Bacon zum Mitnehmen, bitte.
Hä, voll gut. Also bei dir würde ich meine Beichte ablegen. Schau mal. Fehlt eine Glocke. Ich habe, glaube ich, noch Glocken. Ich habe auch noch Glocken. Okay. Ich wollte gerade meine Beichte bei dir ablegen. Hier ist ein bisschen Stein zum Hochbauen. Also kein Beichtstuhl? Schade. Kommt noch. Okay. Dann möchte ich aber auch schon mal einen Termin machen. Einfach aufs Dach? Jo. Ja, so geht's auch. Was sagst du zu dieser Dachkonstruktion? Habe ich gerade im Vorbeigehen schon gesehen. Mega gut. Ziehst du die Dinger hier noch komplett bis hoch oder bleibt das? Bleibt. Ja, hier diese seitlichen, hier mit den Mauern, weißt du? Das soll so bleiben. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Oder meinst du, das sieht so besser aus, wenn die noch hochgezogen wird? Nee, ich finde das so tatsächlich echt geil. Weil dadurch... Warte mal, das sind drei Blöcke. Nee, das würde zu übertrieben sonst ausschauen. Voll nice so. Und die Aussicht, guck mal. Und wenn du mal ganz oben drauf bist oder so. Gib mir den Moment. Ich bin gleich ganz oben drauf. Ich sehe den Turm nicht mehr. Nein! Naja. Fast. Einfach nur die Blöcke wieder hinter dir fahren. Ja, mach ich. Ja, wenn schon, denn schon. Alter. Sieht schon mittlerweile geil aus, ne? Ja. Vor allem, ich find's gerade mega cool, dass mein Haus wirklich das dunkelste hier ist. Das ist einfach alles so strahlend hell, voll geil. Ich meine, da hinten auch, wo die ganze Terrasse ist, wo die ganzen einzelnen Säulen, da hinten im Berg dieses eine Haus, weißt du? Ja, Mann. Da, wo das rausguckt und die ganzen Leuchten und alles und boah, Alter. Ich bin schon, man kann sagen, ein bisschen selbstverliebt. Zu Recht, kann man sagen. Voll gut. Das Heftigste daran ist halt, dass ich das alles alleine gemacht habe. Ja. Ich glaube, so vom Prinzip hast du trotzdem mehr gebaut als ich. Ich weiß nicht. Na doch, ich glaube schon. Ich habe ja hauptsächlich nur abgebaut. Das ist halt langweilig. Ich musste abbauen und halt wieder aufbauen halt. Ja eben, deshalb sage ich, ich glaube, du hast da tatsächlich vom Prinzip schon mehr Progress. Prinzip, aber so an sich, was man gebaut hat, hast du halt immer noch mehr halt. Wenn man jetzt alles zusammenrechnet. Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich eigentlich nicht. Was habe ich denn groß gebaut? Das Einzige, was du jetzt wirklich sagen kannst, was ich... viel gebaut habe, waren halt diese Kackinseln. Aber das ist ja bloß Bauplatz. Das ist ja nichts Interessantes oder so. Das ist schon ziemlich geil. Warte, Screenshot. Voll gut. Du bist brutal. Kannst du mal kurz reinschicken, den Screenshot? Wenn du einen Screenshot gerade gemacht hast. Mach ich dann, weil ich habe tatsächlich auf dem Rechner nicht mal Discord. Das sollte ich vielleicht mal ändern. In Screenshots und so. Momentan mache ich das total umständlich. Ich schicke mir das selber per E-Mail und öffne es dann am anderen Rechner. Wow. Ja, ist gut, ne? Wow. Alter, ich muss hier eine Runde rumfliegen. Okay, das war knapp. Alter, wie geil. Vor allem, das Schönste ist wirklich, wenn man so vom Weiten hierher geflogen kommt und so stelle ich mir halt Staffel 3 dann diese Stadt vor, nur noch größer und alles leuchtet. Wirklich dieses Gefühl vom Nachhause kommen, boah, das ist schon schön.
Das wird richtig groß. Oh ja. Auch mit Bergen und Baum und dies und jenes, auch so eine kleine Bude im Berg und so, wie ich da hinten gemacht habe zum Beispiel. Und dann halt draußen richtig viel und so. Ich will mich unbedingt mal an Custom Trees probieren. Ich glaube zwar, dass ich mies verkack, aber ich würde es gerne mal versuchen. An was? Custom Trees, also Bäume selber bauen. Ah. Was auch richtig geil wäre. Ja. Wenn wir in Staffel 3. Das habe ich noch nie gemacht. Jetzt kommt's. Ein Castle bauen. Was? Ein Schloss. Du bist ja irre. Ein Castle. Ganz richtig. Wenn man es genau nimmt, beinhaltet so ein Schloss ja eine Stadt meistens. Schon. Wie wär's? Aber halt auch diese, weißt du, so ein Castle. Ja, auch so ein Schloss als Gebäude, ja, schon klar. Ja, man könnte das auch eigentlich super kombinieren, dass man praktisch, wie gesagt, Plan ist ja eh diese Hafenstadt, dass man die Hafenstadt, natürlich abgesehen vom Hafen. Der Hafenstadt, eine normale Stadt und dann halt nur so ein Castle halt und halt so anderes Zeug. Ja, fast noch besser, dass man diese Hafenstadt praktisch, also den Anfang, den werden wir dann ummauern. Oder ummauern? Keine Ahnung. Dann an die Mauer setzen wir so ein richtig geiles Schloss. Und außerhalb der Stadtmauern, beziehungsweise der Schlossmauern, da sind dann halt hier so Bauernhöfe, Felder, Bordelle. Ich glaube, das wird super. So, ja, ich will hier gar nicht mehr weg. Ich glaube, ich nächste Folge bleibe ich hier einfach stehen. Mit dieser wunderschönen Aussicht verabschiede ich mich für diese Folge und dann morgen geht's hier dann halt weiter. Bis dann, einen wunderschönen Tag euch und ciao. Ciao.